Hallo Jungs und Mädels, hier ist der Max und wir spielen heute mal, nein, wir spielen nicht Super Meat Boy, wir spielen mal ein anderes Xbox Live Arcade Spiel, habe ich schon ein paar Reviews zugesehen, wird hier irgendwie als Puzzle Spaß und sonst was angepriesen, müssen wir mal gucken, ob die Demo einen begeistern kann. Nochmal kurz zu, sieht schon mal niedlich aus. Nochmal kurz zu Super Meat Boy. Ich habe mir die Vollversion gekauft und schon ein bisschen gespielt. Das ist so brutal schwer. Ich weiß nicht, ob ich euch das zumuten will, mir 10 Minuten beim Abkacken zuzuschauen. So, dann müssen wir hier erstmal los. Gucken, ob alles läuft. Sehr schön. Multiplayer? Ach, das ist... das ist schon wieder dumm. Ich weiß zwar auch nicht, um was in dem Spiel geht, außer zu puzzeln, aber ist schon mal doof, dass anscheinend es bloß lokal funktioniert und nicht über Xbox Live. Okay. Nein. Brauche ich nicht. Okay, Tutorial. Ab geht's. Ah ja. So, was ist das eigentlich? Sind das Käfer? Was soll das? Was ist das? Sieht aus wie ein Kopfkissen, irgendwie mit Augen und einem Fühler. Okay. Aha, es bewegt sich. Und es fliegt. Aha. What the fuck? Sieht aber doch wirklich niedlich aus, muss man doch mal sagen. Ganz ehrlich. So. Ich gehe einfach mal von aus, dass ich hier alles... Das erinnert mich an World of Goo, dieses Ding da oben. Blub, 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 blub. Und nun? Ah, verstehe. Ah, das... Okay, also das ist ein Würfel, anscheinend. Den kann ich mitnehmen und kann den dann woanders einsetzen. Okay, das ist sinnvoll. Dann nehmen wir den gleich mal wieder mit. Ja, yeah, das ganze Zeugs einsammeln. Yay, super. Und das Button soll ich steppen. Ja, ja, ich hab's verstanden. Okay, geht nur mit dem Analogstick zu steuern. Warum auch immer. Das hätte man auch super mit dem Steuerkreuz machen können eigentlich. Da sind wir nur in... X? X? Ah, ja, wer nun Ilo und wer Milo ist, habe ich noch nicht so ganz verstanden. Und du? Egal, wir machen das jetzt mal. Hallo, ich will links rum. Okay, also ich glaube, ich muss mit dem anderen was machen. Was auch immer. Oh, ich bin Noob, ich kapiere schon das Tutorial nicht. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt traurig. Warum muss ich überhaupt auf den Knopf drauf? Ah! Ah, jetzt habe ich das kapiert. Das ist das simpel. So. Zack. Flop. Da ist er. Yay, und jetzt freuen sie sich. Jetzt sind sie happy. Aha. Ich wette von euch, viele sagen jetzt, Max, was spielst du dafür? Scheiß. Aber das ist doch eigentlich ganz, ganz nett bis jetzt. Und ich konnte mir vorstellen, dass dieses Spiel am Ende noch ziemlich kompliziert wird. So. Weiter geht's. Jetzt bin ich der Rote. Eingesammelt, eingesammelt. Na. Eingesammelt. Zack. Ja, das wird mit Sicherheit noch deutlich schwieriger. Ich finde es grafisch auch wirklich nett. Irgendwie. Es hat was. Wirklich? Sieht wirklich cool aus. Was auch immer. Ich weiß immer noch nicht, was das ist. Dieses, was das hier sein soll.
So, jetzt muss ich rüber switchen. Na gut, die Rätsel jetzt sind noch relativ simpel, muss man sagen. Aber ich wette, das wird noch schwieriger. Dies glitzert und blinkt. Alles toll. Alles super. Yay. Nächstes Level. Ich bin mir nicht sicher, ob wir in 15 Minuten die komplette Demo schaffen. Glaub ja nicht. Da ihr seht, dass ich sehr schwer vom Begriff bin, was sowas anbelangt, weil ich schon im ersten Level nicht kapiert habe, was wir machen sollen. Deswegen glaube ich, ich werde das später auch nicht kapieren. So. Ja, ja. Aha. Ah! Oh je. Es ist ja auch noch 3D hier jetzt. Das ist ja schlimm. Eieieiei. Das ist mir schon wieder zu viel geistige Anstrengung. Okay, jetzt brauche ich den anderen Typ, der mich hier irgendwie rüber dings, ne? Vermute ich mal. Weee. Was ist das? Flup, 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 flup. Hui. Da ist der rote Knopf. Wenn ich den jetzt drücke, dann fährt er rüber. Und alle sind happy und freuen sich. Wunderbar. Ganz toll. Da hüpfen sie. Das ist echt so ein Zwischending zwischen Käfer und sonst was. Ja, ja, unlock, unlock. Bitte unlocke das Spiel. Ich finde, die Viecher haben so, also vom Stoff her so ein bisschen Little Big Planet Feeling, so. Oh. Weiter im Takt. Was? Der ja. So, umswitchen. Alles, kann man eigentlich rennen oder sowas? Was machen die Knöpfe eigentlich? Hüpfen gibt's nicht? Es gibt eigentlich nur Laufen. Ich glaube, was anderes gibt's nicht. Boah, so viel Zeugs. Was habe ich eigentlich, wenn ich dieses ganze Zeug sammle? Das ist was mehr Spiele haben können. Weil es geht einem so oft die Kamera hoch. Jetzt, was jetzt? Oh, Storytelling. Das überspringen wir jetzt mal. Ja, also so eine Kamera durch die Wand sollten durchaus mehrere Spiele mitbringen. Wie oft ich in Assassin's Creed irgendwo hingehüpft bin, weil ich nicht gesehen habe, was Sache ist. So. Jetzt bin ich hier oben. Bringt mir aber nichts. Der Soundtrack ist ja schon mal wieder an Fröhlichkeit kaum zu überbieten hier. So. So, wunderbar. Jetzt können wir rüber switchen. Da hüpft er. Ah, jetzt müssen wir wieder rüber switchen. Okay, noch ist das alles kein Act. So, hier können wir jetzt dann mit dem anderen hinlaufen. Das kennen wir ja. Das ist kein Problem. Geh links rum. Kleines blaues Viech. Da ist er. Und jetzt freuen sie sich. Warum man die zusammenbringen muss, verstehe ich zwar nicht, aber das scheint wohl Sinn und Zweck des Spiels zu sein. Aber naja. Ich meine, solche Spiele brauchen keine Story. Das ist vollkommen ausreichend, dass es so sein muss, wie es sein muss. Da braucht keine Begründung, warum das so sein muss. Das ist einfach so. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Loading. Loading. Ja. Heute hatte ich kann da ein bisschen sonst was erzählen, eine sehr nette Begegnung mit jemandem auf Xbox Live, der der Meinung war, er hat das exklusive Recht, von mir in die Freundesliste invited zu werden. Und hat mich gedroht. Er wird mich deabonnieren, wenn ich ihn nicht in die Freundesliste aufnehme. Hat ihm zurückgeschrieben, dass es doch ganz gut war, ihn in die Freundesliste nicht aufzunehmen bei dieser Reaktion. Und dann hat er mich geflamed. Und hat irgendwie gehofft, ich nehme ihn trotzdem auf oder so, keine Ahnung. Ah, okay. Jetzt muss ich ja wieder rüber switchen. Also Jungs, ich sag's nochmal, ich habe auch das dahingehend geändert. Ah. Verstehe. Dahingehend geändert, dass auf meinem Kanal jetzt, da steht,
nicht mehr, bla, wer zuerst da ist, den nehme ich auch als erstes auf, sondern dass ich mir das letztendlich tatsächlich selbst vorbehalte, wen ich aufnehme, was ja prinzipiell eigentlich selbstverständlich ist, was man eigentlich gar nicht erwähnen muss normalerweise, aber irgendwie wohl doch. So, was geht denn hier jetzt? Hinten ist er, der geile Milo, Ilo. Ich weiß nicht, wer ist. Ach so, da muss ich den ja wahrscheinlich draufstellen, ne? Flup, flup. Und da sind sie wieder vereint. Da hinten ist noch Bonuszeugs, aber das verzichte ich jetzt mal zugunsten der Laufzeit hier, dieser Demo. Yay! Jetzt sind sie glücklich und happy. Ich glaube, wenn man das und Viva Pinata einen Tag lang spielt, dann... Ich weiß nicht, dann ist man total am Arsch. Also das in Kombination, das ist hart. So, was willst du mir sagen? Was ist das denn? Ja, ja. Ja, ja, das kriegen wir auch so schon alles hin, das passt schon. Ich habe jetzt zwar wahrscheinlich alles Hilfreiche weggeklickt, aber nun gut. So, jetzt habe ich wunderbar alles eingesammelt. So, wo, was haben wir mit dem Guten hier eigentlich gerade? Mit dem können wir hier gar nichts machen. Der ist noch nicht zu gebrauchen. So. So, hier ging's los. Da müssen wir hier hin jetzt. Ah, Dreifachwürfel. Den kann man doch bestimmt auch nach oben bauen, ne? Ja. Was ist denn, wenn ich da drauf stehe und den abbaue? Nein, das geht nicht. Hehe. Das ist ja lustig. Aber ich kann bestimmt den Würfel hier reinstellen und den mit dem oberen aufnehmen, hä? Ja. Grandios. Ja, also man sieht schon, das Spiel könnte später, wenn das hier noch weitergeht in dieser Richtung, extrem knifflig werden. So, was bewege ich denn hier jetzt? Den Sauger oder was das da ist? Die Klopumpe da drüben? Das heißt, ich muss jetzt mit dem anderen irgendwie wieder zurück darüber rennen. Was ja nicht geht. Das heißt... Hm. Ah. Da sind Sachen, wo man was rauf... Ah, guck mal da. Da geht's lang. Okay. Ja, da ist der andere. Ah, passt doch. Haben wir es doch geschafft. Yay. Und jetzt freuen sie sich. Wozu brauche ich denn die Pumpe da oben? Hm. Na, vielleicht gibt es ja auch in dem Spiel mehrere Lösungen. So. Weiter geht's. Na, auf. Hopp, hopp. So, wir haben nicht mal genug Zeit, alle Levels in der Demo tatsächlich hier durchzumachen. Hui. Aber wollen wir noch mal gucken. So, mit dem kann ich... Wer ist jetzt eigentlich wer? Das interessiert mich seit Anfang an schon. Wer sind denn der Milo und wer sind der Ilo? Milo, Ilo. Okay. Ah, hier kann man jetzt die ganze Sache flankieren. Und du? Was jetzt? Geschichte? Ja, die klicken wir jetzt einfach mal weg. Ich bin mir sicher, dass die sehr bedeutungsvoll sein wird, die Geschichte, bei diesem Spiel. Kann man hier eigentlich was drücken oder so? Ah! Ach du Scheiße, hä? So, geschafft. Damit lasse ich das jetzt mal ausklingen, da wir die 15 Minuten geschafft haben. Ja. Ich gebe zu dem Spiel kein Fazit ab.
Sieht ganz lustig aus, aber wahrscheinlich werde ich mir das nicht holen, aber ja, muss ja auch ab und zu ein bisschen was anderes sein. Man kann nicht den ganzen Tag nur rumballern, ne? Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.